Ein anderes Bild, das habe ich heute schon im Interview mal erwähnt, ist das Bild von Indras Netz, das vielleicht auch hier weiterhilft. Kennt ihr das? Indras Netz. Es ist alles miteinander verwebt, verwoben. Wie ein großes Netz. Indra ist eine Götterfigur im Hinduismus, einer der alten vedischen Götter. Und die Welt der Erscheinungen wird hier beschrieben als ein großes Netz, in dem lauter Spiegel hängen, die sich gegenseitig reflektieren und die sich widerspiegeln. Also es ist ein Bild für das, was Karma ist. Die Welt der Wirkzusammenhänge. Es wirkt alles zusammen. Ein Lächeln hier bewirkt etwas. Ein fehlendes Lächeln bewirkt auch etwas. Eine Umarmung bewirkt etwas. Ein Streit bewirkt auch etwas. Und so sind wir alle immer in diesem Netz gefangen oder agieren in diesem Netz der Formen, der Erscheinungen, der Dynamik, der Wirkzusammenhänge, unendliche Kausalverbindungen, die in diesem Moment zusammenkommen, die uns hier heute zusammenbringen. Ein unendlicher Nexus. Wenn dann. Hättest du den Siddhartha nicht geklaut mit 19, wärst du vielleicht nicht hier. Also ich will nur deutlich machen, diese unendliche Spiegelung von Spiegelungen und Zusammenhängen, die hier wirken, die dann auf der Grundlage von einem falschen Verständnis von ich, mein, mir zu vielen Konflikten führen, zu Kriegen führen. Die Grundlage ist, dass wir verwebt sind und da nicht rauskommen, dass wir vielleicht eine Ahnung haben, eine Sehnsucht haben, aber immer wieder zurückgeworfen sind. Und so heißt eine wichtige Stelle in der Avatamsaka Sutra, ich habe das heute schon einige gefragt, oder sie damit konfrontiert, mit dieser Stelle. Der Buddha ruht niemals in der Vollendung. Er übt immer weiter. Warum eigentlich? Er übt immer weiter. Weil es nie aufhört.